Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. So, der Zug, also der erste Waggon ist schon voll. Die restlichen haben noch ein bisschen was. Ja, der ist auch gleich dicht. Total witzig. Der war gerade noch führend. Jetzt ist er ins Hintertreffen geraten. Wie auch immer das möglich ist. Ja, wie gesagt, dadurch, dass jetzt der halt. Oh, der da hinten ist schon leer. Bauen wir auch gleich ab, weil dann kann ich den nämlich gleich nach unten verlegen. So, zack. Na, das nächste Mal sozusagen, wenn dann der Zug erst wieder ausgeleert ist und wieder zurückkommt, dann ist der Bahnhof ja schon viel besser ja. In Bearbeitung, weil dann ist ja auch das, fängt ja auch das Lager an voll zu laufen. Ja, der nächste ist voll. Und ich habe Signale noch gesetzt. Das Signal war da, das Signal habe ich jetzt noch mit hingesetzt und das da habe ich noch mit hingesetzt. Das heißt, hier ist jetzt ein Zug drin, dann ist der auf Rot. So, und der letzte Wagen noch. Der ist jetzt auch gleich voll. Schauen wir mal, wer schneller ist dann. Ich warte. Ziel nicht erreichbar, schreibt er. Wieso ist das Ziel nicht erreichbar? Hä? Bestimmt jetzt wieder, welcher den Signalen. Naja, schreibt immer noch nicht erreichbar. Mal überall weg. Okay, wir fahren mal ab. Also, das heißt, der Zug fährt ja hier entlang und fährt hier hoch. Ich habe da so eine. Nö. Weil er kann ja auch runterfahren. Was runterfahren kann, kann meiner Meinung nach auch hochfahren. So. Noch ein Zugsignal. Weg. Zugsignale kommen erstmal weg, bis ich die begriffen habe. So, jetzt müsste er eigentlich hier entlang düsen können. Dauert ewig. Und ich fahre schon mit dem Auto. Juhu. Weiß jetzt nicht, warum ich sich ausgewichen bin. Ich habe doch alles abgerissen. So, da. Und dann müsste er eigentlich hier reinfahren. So, und da kommt auch das Lichtsignal weg. Ah, schaut mal. Da sehe ich einen Zug. Lag wirklich an der an den Lampen. Und bis ich den dann so weit schicke, ja, dann muss ich mir halt wirklich mal mit den Sachen auseinandersetzen. So, dann heißt es jetzt für mich, ich muss jetzt hier aber. Ja, ich muss eigentlich hier komplett runter mit allen. Und mir fehlt der Stahl. Haha, und ich habe keinen mehr. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was. Nee, ich habe nichts mehr auf dem Gleis liegen. Ich habe gar nichts mehr. Stahl ist weg. Das heißt, ich kann jetzt nur noch gucken, ob ich hier irgendwo noch Stahl in Maschinen drin habe.
die, wo ich klauen kann. Da haben wir schon mal 60. Da haben wir 138. So, ich nehme mal 500. Und ich brauche Holz. Klar, dass es jetzt am Holz liegt. Also das, was ich 3 Milliarden Tonnen da unten gefarmt habe. So, der Zug ist auf jeden Fall schon mal da. So, und jetzt ist meine Special-Frage für mich selber. So, du gehst da auch rein. Du gehst rein. Und 1, 2, 3. Du gehst rein. Okay. So, und dann heißt es jetzt du. Und du kommst jetzt eigentlich hier hoch. Nein, komme ich nicht. Ja, man muss natürlich dran. Ja, okay, wobei momentan mache ich es ja wirklich so, dass das ein Eisenzug ist. Kann es dann doch so lassen. Muss ich halt dran denken, wenn ich den irgendwann umbaue, aber das ist ja, also 1005 Stunden, da baut er ein bisschen was ab. Okay, also, und jetzt muss es heißen für mich. Das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4. So, dann machen wir das so. Kommst du hier hin? Du hier hin? Und du gehst hier hin. So. Dann haben wir schon mal den ersten, der wo schon mal läuft. Und ich brauche jetzt rote Bänder. Aber dafür nicht Stahl. Okay. Dann habe ich jetzt die da. Dann brauche ich jetzt dich. Nee, da darf ich den nicht hinmachen. Sondern dich darf ich nur hier hinmachen. Und ich habe jetzt keine runden Bänder mehr. Aber ich habe da oben noch welche. Die reiße ich mal jetzt alle ab. Habe ich wenigstens wieder ein wenig was. Wie gesagt, eigentlich heute nach der Folge müsste spätestens das Eisen komplett sauber laufen. So, dann heißt es jetzt für mich, du gehst auf jeden Fall schon mal hier rein.
So. Dann komme ich hier entlang. Gehe ich hier rein. Und dann latschen wir mal zum Eisen. Ja, mein Hauptproblem, merke ich gerade, wird sein, dass ich eigentlich zwei Eisenausgänge bräuchte. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das vielleicht sogar so mache. So, und dann heißt es jetzt, ich brauche den da hier. Dann machen wir da mal wieder so ein, ist egal. Oh, nee. Ich muss anders rangehen. Ich muss hier rangehen. So, dann heißt es, du gehst da rein, du gehst da rein. Dann gehst du da raus. Und du gehst dahin. Dann gehst du da rein. Und du kommst von unten und gehst auch hier rein. So, dann heißt es jetzt aber für mich hier, ich habe hier noch mal einen, der kommt dahin und der geht auch noch runter. Und dann heißt es, du gehst jetzt hier entlang. Die zwei gehen nach oben. Das wird jetzt nicht funktionieren, ne? Dann müssen die zwei weg. Ja, genau. Dann kommst du nämlich jetzt da an. So, dann gehst du dahin. Dann machen wir das so. Okay, und dann schauen wir mal, dass der da komplett noch reingeht. Reicht nicht. Habe ich noch? Ja, da oben habe ich noch Bänder. Gott sei Dank lasse ich immer noch Felsen ein bisschen rumstehen. Dass ich nicht komplett rumfehle. So. Dann heißt es ab jetzt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal das da komplett drin. So, und der hat es jetzt auch fast geschafft. Ja, ich hab halt momentan nur einen, der wo rausgeht. Aber das Eisen läuft schon mal hier sehr gut. Das heißt, es wird jetzt dann auch bald da oben wieder ansteigen. Habe ich vielleicht noch ein bisschen was drin? So, schauen wir mal, dass wir noch ein paar gelbe hinkriegen. Dass wir rote kriegen. Ja, das restliche Stahl reinballern.
Augs. So, weil wenn ich jetzt Stahl nämlich dann auch angeschmissen habe, ist es zwar nicht so schnell wie das andere Eis, wie das Eisen. Also egal. So. Kommst du jetzt nämlich dahin? So, und dann heißt es jetzt nämlich für mich, wir können jetzt dann immer wieder, wenn jetzt dann was fertig ist, Gott, momentan geht halt nur ein einziger raus. Aber ich komme halt momentan noch nicht an den blauen ran. Dafür fehlt mir einfach zu viel. Wobei ich könnte mal gucken. So, das heißt, habe ich jetzt noch. Ja, ich habe noch eins. Wenn ich dich jetzt dann darüber verfracht. Schmeiße ich einfach dahin und du machst jetzt dann die blauen. Ja, das heißt, ich brauche ja. Brauche halt Stahl. Ein bisschen, was habe ich schon? Aber es kommt kontinuierlich nach. Muss ich nur mal, ich will es nur mal gucken. So, wir machen mal schnell hier eine Sperre rein. Ich will nämlich mein Inventar auch loswerden. Hier. So, dann drehen wir dich wieder rum. Das heißt, ich muss dich auf jeden Fall auch demnächst umbauen. So, und jetzt schauen wir mal beim. Aha, also der ist schon leer. Und jetzt heißt es für mich. Das ist Geschichte. Und dann schalten wir hier um. Das heißt, du kommst dahin, dahin, dahin. Und du gehst dahin. Ich gehe mal nach oben. Ja, habe mir nämlich fast gedacht. So, den Greifer kann ich noch nicht machen. Okay, aber das Zeug kann ich schon mal dranhängen. Passt. Ich habe aber nur vier. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Stahl. Und schauen wir mal, ja, ob ich jetzt halt gleich 50 Stück oder 100 Stück zusammenkriege, weiß ich halt nicht. Weil der Vorteil ist jetzt halt, wenn ich jetzt halt nochmal eine doppelte Geschwindigkeit habe, dann kann der auf jeden Fall auch doppelt so schnell halt rausschmeißen. So, 248 Stück. Dann heißt es jetzt erstmal, wir machen da welche. Und der fängt halt auch an, Gott sei Dank wieder zu produzieren.
Aber viel zu wenig. Ich müsste eigentlich die Eisenofen gleich nochmal bauen. Aber ich müsste eigentlich auch die Beschleuniger bauen. So, und dann gehst du mal rein. Und die vier auch noch. Ah. Danke. Da baue ich jetzt einfach nur Zahnräder. Ich kann mir gleich eigentlich wieder 500 holen. Nehme jetzt gleich 1000 mit. So, dann haben wir die da. Die kommen jetzt da rein. Plus die. Würfel. Stahlträger. Bleib, da kommt jetzt gar kein Stahl mehr an. Ja, klar. Weil das eine Band komplett leer gelaufen ist. Schauen wir mal, wie viel das wir zusammenkriegen. Und vor allem, wie weit das mal kommen. Habe ich noch irgendwo hier Stahl rumfliegen? Ja, habe ich. Schauen wir mal, dass wir die wenigstens noch wegkriegen. 97 Stück, das könnte vielleicht sogar reichen. Und das wäre ja dann super, ne? Weil dann täte der das auch schneller abtransportieren. Weil Waggon 1 ist verarbeitet. Ist traurig, aber ist schon so. So, dann schauen wir mal blau. Ja, und die Verlangsamung ist jetzt da hinten. Ja, da brauche ich die 28 Stahlen, die habe ich momentan nicht. So, dann hätte ich mal gesagt. Ja. Alles viel zu wenig. Weit. Wir gehen noch mal Stahl gucken. Ja, aber hier kommt ja wenigstens schon wieder was an. So, das kommt raus. Da war mal wieder ein Bug drin. Genau, den habt. Der den Bug hat. Hat der Gegner geschickt. Natürlich. Ich komme noch nicht auf so einen Blödsinn. Da hätte ich gesagt, hau mal raus. So, wir gehen nach unten. Okay, dann machen wir dich jetzt dann da rein.
die restlichen davon. Ja, 80 Stück sind schon wieder angekommen. Und Zahnräder. Habe halt gar nichts mehr. 38, die reichen hin und wann nicht. So, prügeln wir mal die 41 Stück hier durch. Wie ich halt einfach mal überhaupt nichts mehr habe mittlerweile. Irgendwo Zahnräder drin rumfliegen, die wo ich gerade nicht brauche. Jo, hab ich. Die sind momentan wichtiger. 79 Stück. So, dann hätte ich gesagt. Glaube, ich habe einen oder zwei jetzt noch dabei, die wozu zu langsam sind. Haha. Klasse. Machen wir die Hälfte. Hoffen wir mal, dass die, die wo jetzt dann da fertig sind, ausreichen. Ein einziger war es noch. Ja, da laufen schon drei weg. Und da läuft halt nur einer. Aber entleert wird er trotzdem. So. Ja, das Problem ist jetzt halt, wenn ich das jetzt schon mal nach unten verlagere, weil er halt mehr Stahl produzieren soll, mehr Eisen produzieren soll. Dass ich halt die ganze Soße auch mit runterziehen muss und ich das dann auch noch alles danach da verquicken muss und ich habe momentan halt fast zu wenig Bänder. So, wie schaut es jetzt eigentlich hier aus? Ja, aber das schaut auch eigentlich ganz manierlich aus. So, der kann natürlich nicht arbeiten. Ist klar, weil er kein Platz mehr da ist, weil die Bänder sind voll. So, und das heißt jetzt für mich eigentlich müsste dich. Was? Licht spannen. So. Und dann kommst du jetzt hier rein. Und du magst mir auf jeden Fall die da. Dann kommst du hier rein. So, du bist zwei weg. Dann habe ich einen mit rein und einen mit raus. Und schon habe ich keine Bänder mehr. Habe ich überhaupt keinen Eisenplatten da? Nee. Wie gesagt, es wird erst interessant.
Wenn sich das dann jetzt auch noch das Eisen irgendwann staut, ne? Weil die Kisten laufen jetzt wieder voll. Okay, dann habe ich jetzt erstmal hier, dann habe ich jetzt hier mein Band. Du kommst dann dahin. Dann brauche ich jetzt von dir nochmal zwei. Das kopieren wir gleich. Du gehst nach unten, du gehst nach oben. Das ist alles in Ordnung. Du gehst dahin. Ob ich da irgendwas brauche nochmal mit Kupfer, das wird sich zeigen. Dann heißt es jetzt nämlich erstmal hier, du gehst hier weg. Nein, du gehst hier nicht weg. Das ist die Frage. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst rein. Und ich brauche mehr von den roten Bändern. Dann drückt mal die Daumen, dass wir jetzt genügend Zahnräder schon wieder haben. Ja, 500. Wenigstens etwas. So. Gleich mehr. 22, das muss reichen. So, und da muss ich natürlich auch noch hoch. Ah. Das ist sehr schön. Jawohl. Dann haben wir jetzt schon mal das. Dann heißt es jetzt hier. Dann habe ich hier eine rote Kiste. Dann läufst du da rein. Mittig, ja. Dann läufst du raus. Zwei Stück brauche ich noch. Bin gerade beim Überlegen. Ja, die Überlegung hat schon Früchte getragen. Warte. Okay, dann machst jetzt du aber noch mal das da. Dann brauche ich noch mal dich. Dann brauche ich noch mal die rote Kiste, die kommt hier hin. Du gehst rein. Und du gehst runter. Und die prügeln deshalb weitaus schneller durch. Oh, ich habe da einen. Ich hätte gesagt, lassen wir mal laufen. Und einen ganzen. Schauen wir mal. Das reicht.
Kann ich mit dem Mausrad drehen, wie ich will. Aber hat nicht gereicht. So zoome ich nur raus. Okay, wenn ich jetzt zwei Stück mache, ne, brauche ich nur noch einen. Aber mit der Unsicherheit muss man leben. Oder ich brauche sogar noch mal einen. Wir werden sehen. Oder auch nicht. So, auf jeden Fall, Stahl läuft schon mal voll, ist Eisen läuft langsam auch voll. Es hat immer noch nicht gereicht. Ah, machen wir zwei. Wer hat jetzt gelacht, wenn wir die Forschung hier nicht fertig kriegen? Ein Spritzer hätte ich braucht. Ein Spritzer. So, Forschung hätte ich gesagt. Nee. Forschung hätte ich gesagt, macht sogar Sinn. Was haben wir denn? Effizienz, Produktivität, also dann macht er mehr. Okay. Pollution Cleaning, Pollution Producing. Aha. Also der haut das Pollution weg und der haut das Pollution rein. Was bringst du? Plus 50% Umweltverschmutzung. Wer benutzt denn sowas? Minus 15% Umweltverschmutzung. Ganz ehrlich, da macht das Rote am meisten Sinn. So, dann stellen wir mal auf Rot um. Du kommst rein, du kommst rein. Und ich glaube, ich brauche 25 Stück. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. So. Dann hätte ich gesagt, machen wir dich ja mal. Ja, weil mehr machen aus weniger Material klingt doch nicht schlecht, oder? Was brauche ich denn für dich? Danach 50, oder? Ja. Habe ich noch was da? Nö. Dann rennen wir mal nochmal nach oben, holen wir mal ein bisschen Plastik. Muss ich gleich mal gucken, ob der Zug auch weg ist. Oh, der macht es sauber. Ja, der Zug ist weg. So. Der ist gerade unten beim Beladen. So, und wir machen gleich dich weiter. Ja, aber das heißt, das gesamte Eisen, was mir jetzt sozusagen, was der Zug jetzt hochgebracht hat, ist komplett durchgearbeitet. Was komplett durchgearbeitet, bis auf das, was wir jetzt für die für den Stahl noch haben. Das ist ganz schön heftig.
Es wäre nicht schlecht, wenn ich es sogar schaffen würde. Vielleicht müsste ich ein zweites Gleis noch verlegen. Dass ich sage, okay, der eine geht in unten rein und fährt ganz normal unten hoch und der andere fährt im ersten Gleis runter. Muss man gucken. 34 habe ich. So, schmeiß rein. So. Neununddreißig habe ich, 11 brauche ich noch. So, 50 Stück. Dann wird das nächste Bundle fertig. So, und ich mache jetzt einfach mal mir einen Spaß. Ne, da brauche ich dich. Das rein, das rein, das rein. Und das. Ob das überhaupt was bringt. Müssen wir mal gucken. Ja, das kann ich natürlich total. War schon noch nicht fertig. So. Aber schon mal sehr gut, wie hier jetzt schon mal das Kupferkabel läuft. Was brauche ich für dich? Ich brauche dann noch Eisenplatten. Könnte dich eventuell dann rüberführen. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ja, die letzten zwei müssten, wenn die zwei fertig sind, müssen die durch sein. Oder es hört mal wieder genau eine Millisekunde, bevor ich fertig bin, auf. Wo diese Rundungsfehler herkommen, möchte ich gerne mal wissen. Sehr schön, ist fertig. So, und das ist Effizienz. Da kommst jetzt du rein. Du kommst rein. Du kommst rein. Ich will auf jeden Fall mal zwei Stück haben. Das Problem ist, Kupfer kann nicht laufen und Eisen ist leer. So, und das heißt jetzt mal, ich mache jetzt die Reihe. Brauche einen blauen nochmal. Kann ich den gerade in der Hand bauen? Ja. Gott, ist der langsam. So, wir schauen mal schnell, wie weit das beladen ist. Naja, dreiviertel voll ist er schon wieder. Das heißt jetzt aber für mich, ich muss jetzt auch schauen, dass ich unten auf jeden Fall auch mehr Miner hinstellt, dass da 4
bis zu 4 Stück oder 5 Stück sogar reinlaufen. Den da brauche ich. 8 Stück habe ich noch. Ja, da kann keiner sagen, ne, dass ich keinen Stahl produziere. Und das ist noch Stufe 1. Dann noch nicht Stufe 2 gezündet. So, das sind jetzt wie viele? Weitere 18. So. Stück. Dann haben wir das nämlich jetzt auch gleich. Oh, 21 Stück. Dann mal schön, dass man mal wieder Stahl einstecken hat. Aber unten kommt definitiv zu wenig an, dass der den komplett voll knallt, bis der oben entleert ist, dass der dann fertig ist. Da ist mein Auto. Und wir düsen nach unten. Nein, wir düsen nicht nach unten, wir düsen volle Knecke gegen den Strommasten. Weil ich es kann. Aber sowas von. Kann ich. Komm, 51 Stück bauen. Nicht, dass ich jetzt dann da unten ankomme und ich kann nichts machen, weil ich, ne, weil ich keine Bänder dabei habe. Weil man wieder welche vergessen hat zu bauen. Ich weiß, dass ich die Robotik auch mal vorantreiben soll, dass die mich mal auch so befüllen. So, wir sind jetzt gleich am Endbahnhof angekommen und ich sehe schon den Zug. Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt die da auch hinklatsche, ne? Da kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das nicht schneller gehen wird. So. Das ist falsch. Wir auch noch hier hoch. Dann habe ich jetzt die hier. Das könnte der hier sein. Der ist definitiv der auch. So. Ja. Daumen drücken. Hat nicht geklappt.
Also das mit dem Daumen drücken meine ich. Wir finden Eisenplatten. Ich glaube, ich gehe heim heulen. Habe ich ausgesehen. Ich habe einen Hochofen einstecken. Aber ich kann kein Recycling, ich kann nichts bauen. Ich habe nicht mal Kohle einstecken. Bisschen Holz, super. Nur mal Holz und machen wir ein paar Eisenplatten. Ja, bist gerade an der größten Eisenquelle, die es wo es gibt. Ja, kannst nichts bauen, weil fehlt Eisen. Klar. Kannst ja keiner erzählen. 52 Stück brauchen wir. So. Ich kann auch nicht in anderen bauen. Oder? Nö. Fehlt mir Plastik. Das darfst du kaum erzählen. Das darfst du ja wirklich kaum erzählen. Komm nicht weiter, weil mir fehlen. Bau mal Zahnräder. Mal 3. Bin jetzt bei 20. Wie viel brauche ich jetzt für dich? 20 Eisenzahnräder und ein Kompaktloader. Und ein Kompaktloader sind nochmal 5 Eisenplatten und ein Fließband. Ah, geht. Muss ich jetzt einmal hier mal ein paar blaue nehmen. Dann werden die auch abgetragen. Wie voll bist jetzt du eigentlich? 117.000 hat er drin. So, das heißt, wir rauschen jetzt nochmal nach oben. Vor allem, dass wir jetzt auch gleich sehen, wie weit das der oben ist. Wenn wir entleeren. Weil jetzt müssten ja alle vier angeschlossen sein, ne? La 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 la. Kennt ihr das mit die Aufzugsmusik? Ich glaube langsam, jetzt weiß ich, warum Autoradios erfunden worden ist. Meine Güte. Wie gesagt, man hat von den Viechern ziemlich am Anfang seine Ruhe. Problem ist, wenn da unten was angegriffen wird, ne? Ich war so clever wie ich bin. Türme habe ich natürlich nicht aufgestellt. Die habe ich noch einstecken. Da muss ich mir fast überlegen, ob ich das nicht vielleicht sogar verdoppelt, dass ich dann doch da 8 laufen lasse. Oder ich compress es. Problem wird nur sein, wenn ich jetzt hier rausgehe. Gehe hier raus. Gehe hier rein. Wandel um, gehe hier raus, ja, und dann? Da ist diese Eisenbahnlinie zu nah dran. Außer ich drehe den ganzen Kladderadatsch.
Eigentlich müsste ich den dann verlegen. So. Ja, da muss ich mir definitiv demnächst was überlegen, wie ich das abtransportiere. Ich muss die auch weiter auseinanderziehen. Da muss ich nochmal doppelt so viel Platz haben. Bringt mir sonst nichts. Bringt mir gar nichts. Ja, und Stahl habe ich natürlich jetzt das Problem, dass ich da noch Kohle brauche. Müssen wir auch das nächste Mal umbauen. Gut. Aber ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 55 Minuten ungefähr. Hat lang genug gedauert, aber die Eisenbahnstation unten ist mit der oberen kompatibel. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen vernünftigen Transport von Eisen von unten nach oben. Ist zwar noch nicht Nonplusultra, aber da werden wir uns dann schon noch was überlegen. Genau. So, dann habe ich auch noch gleich meinen nächsten Screenshot. Habt das auch noch mitgekriegt? Das Thumbnail. Ja, und wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder einen Verbesserungsvorschlag, wie man das hier am besten mal planen könnte, ab damit in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und sonst sehen wir wieder ins nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.